Gibt es das im Christentum? Nein, ja? Na, sind wir mal ehrlich, natürlich haben wir eine wundervolle, wunderschöne Frau geheiratet. Wir werden dann älter und eine Frau, ja? Eine Frau, die ein Kind gebärt, das zerrt so sehr an ihr, ja? Das sollten wir überlegen. Wir sollten überlegen und wissen, dass eine Frau, die ein Kind gebärt, dass das so sehr an den Körper zerrt, dass sie nicht wieder dieselbe sein wird, ja? Sie nicht wieder so hübsch sein wird. Sie kann, ja. Aber wollt ihr sie auf den Laufsteg? Wollt ihr sie ins Gymnastik schicken, nur weil ihr eine schöne Frau an eurer Seite haben wollt? Oder liebt ihr sie? Ja? Und dann werden wir älter, ja? Und dann gefällt uns eine andere Frau. Einfach mal die alte wegschmeißen und eine neue nehmen. Gott sagt nein. Ja? Wo ist ein Machtinstrument? Wo ist ein Machtinstrument im Judentum, im Christentum? Wo? Nirgends wo. Ich finde keins. Ich finde nicht ein Vorteil für uns weltlich. Nicht einen. Wir sollen sogar, wenn uns einer bestiehlt, ja, oder wenn uns einer fragt, dass wir ihm Geld leihen sollen, sollen wir ihm geben und nicht mal daran denken, dass er uns zurückgeben soll. Ja? Tut einem nicht das an, was ihr nicht wollt, was euch angetan wird. Ja? Wenn euch einer sagt, geh mit mir 1000 Meter, geh mit ihm 2000 Meter. Ja? Wenn einer, ja, gib einem deinen Mantel und all das, alles. Wir sollen alles abgeben. Wir sollen alles abgeben, was wir haben, wenn der andere es braucht. Ja? Nicht wie ein Idiot hier, nimm, 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 du stehst da nackig da. Ja? Aber wenn einer was braucht, sollen wir geben. Wo ist der Vorteil bei uns? Wo ist dieses Machtinstrument, lieber Bruder? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, ist eine berechtigte Frage? Ist eine sehr berechtigte Frage. Warum? Weil das Katholizismus so agiert. Weil die Pfarrer rumlaufen und Geld einsammeln. Ich verstehe dich hier komplett. Ja? Doch ihr vergisst, dass das Christentum nicht Katholizismus ist. Nichts mit Evangelien zu tun hat oder was auch immer. Das Christentum sagt ganz klar, dass wir das nicht tun sollen, was die Katholiken machen. Rumrennen und Geld einsammeln. Ich sehe, was du siehst, doch ich sehe, was du siehst, dort, wo es falsch am Platz ist, doch nicht in der Lehre des Christentums. Sehe ich das nicht. Okay, gut. Warum betet Jesus Christus? Warum betet Gott an? Ne? Weil ja die Frage Muslime, warum beten die Muslime, verstehen nicht, warum, wenn Jesus doch Gott ist, warum, ja, die Mensch, ihr müsst, hört, ihr müsst aufhören, auf diese Täusche, auf diese Tricks der Muslime reinzufallen. Der Muslim wird dir sagen, wenn Jesus doch Gott ist, wenn Jesus doch Gott ist, warum betet er den Vater an, warum betet er Gott selbst an? Die machen sich alles so, wie ihr wollt. Seit Generationen, von Generationen stellen sie dieselben Fragen und lachen sich kaputt über uns. Ja, und wir antworten denen weiter wie so, Entschuldigung, wie Idioten. Hört auf, wenn euch diese Leute diese Frage stellen, ja? Die wir schon seit tausend von Jahren, schon seit, ja, von Anfang an, seit Jesus da ist, erklären wir diese Antworten. Glaubt ihr, die Menschen auf dieser Straße haben diese Fragen nicht gefragt? Wenn die Christen missioniert haben, glaubt ihr, die Menschen haben diese Sachen nicht gefragt? Glaubt ihr, diese Fragen sind total modern gerade? Ja? Wurden schon vor 2000 Jahren gefragt. In der Entstehung des Christentums. Wenn jemand missioniert hat und diese Sachen und sagt, warte mal, wenn er doch Gott ist, warum bittet er denn? Diese Fragen sind uralt und ihr lässt euch von diesen Leuten verarschen. Seid mir nicht böse. Ja? Ihr lässt euch von geistlichen Kakerlaken verarschen, liebe Christen. Ja? Wollt ihr weitere 2000 Jahre immer wieder dieselben Fragen beantworten und immer wieder, ja? Und immer wieder auf die hereinfallen, die sich kaputt lachen? Wollt ihr das weiter oder wollt ihr lieber Menschen erretten? Der Vater hier sagt, klopf dir den Staub ab und geh, verlier keine Zeit, verlier keine Zeit. Da gibt es irgendwo einen, den du die Seele retten kannst. Und du tust dich mit einer geistlichen Kakerlake unterhalten. Vergib mir meine Härte. Der Vater sagt dir, geh weiter und klopf dir den Staub ab. Wenn jemand weiß, er weiß, ja, er weiß schon, dass Jesus Gott ist und Mensch, stellt dir trotzdem diese Frage, weißt du, was das heißt? Klopf dir den Staub ab und geh. Er benutzt diese Frage nur, um euch zu stören.
Sie benutzen euch, um euch zu paralysieren. Ihr sollt das Wort verkündigen, Menschen retten. Ja, und sie paralysieren euch an Ort und Stelle und ihr wollt das dem Typ erklären. Ja, seid mir nicht böse, ich mache das ja auch. Aber wenn ihr seht, dass er die Frage doch weiß, dann weiß er doch heute im Internet die Frage zu suchen. Verlier doch keine Zeit mit dieser geistlichen Kakerlake. Denn wenn Jesus doch Gott ist, warum betet er Gott selbst an? Fragt er dich. Nicht wahr? Aber andersrum sagt er, wie kann Jesus Gott sein, wenn er doch ein Mensch ist? Seht, versteht ihr das? Wenn Jesus doch Gott ist, warum betet er Gott an? Wie kann Jesus ein Mensch Gott sein? Seht ihr das? Sie machen sich alles, wie ihr wollt, und ihr fällt darauf rein. Das sind Fragen, die sie im Internet heute beantwortet bekommen. Bum, 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 Google, warum betet Jesus Gott an? Wenn er doch Gott ist. Und dann kriegt ihr die Antwort. Was will ich euch hiermit sagen, liebe Freunde, liebe Geschwister? Sie wissen, dass sie heute im Internet diese Fragen bekommen. Interessiert sie nicht. Wisst ihr, was sie machen? Sie fragen euch diese Frage. Ihr antwortet, der liest nur nicht mal, was ihr antwortet. Der liest nicht mal, was ihr antwortet. Er stellt direkt die nächste Frage. Ja? Die nächste dämliche Frage. Ich mache das seit 10 Jahren, glaubt mir. Ja? Und mach das mal, mach das Spielchen mal mit ihm. Und danach sagst du ihm, ja, lösch mal dann wieder den Text. Und dann morgen fragst du ihn, was habe ich dir darauf geantwortet? Der wird dir nicht mal mehr antworten, du wirst gar nichts mehr von denen hören. Der hat deine Antwort nicht mal gelesen. Das sind Muslime. Sie paralysieren euch auf dem Weg, Menschen zu erretten. Das ist, was sie tun. Und sie machen sogar unbewusst, wisst ihr warum? Weil sie dämonisch besessen sind. Sie sind besessen, das ist der Dämon in ihnen, der böse Geist, der sie steuert. Sie wissen noch nicht mal, warum sie es tun. Viele von ihnen wissen es noch nicht mal. Es ist Satan selbst, der diese Vasen benutzt, um euch zu paralysieren. Mal ganz klar hier, Satan selbst, der diese geistlich flachen Kakerlaken benutzt, um uns Christen zu paralysieren. Vergib mir meine Härte. Nur so, denke ich mal, verstehen wir das, dass wir endlich mal raffen, dass wir uns aufhören lassen, von Satan zu paralysieren. Dennoch werde ich diese Frage beantworten, lieber Bruder. Habe ich schon fast beantwortet. Jesus ist Mensch wie Gott. Hier hat Jesus als Mensch den Vater